2 Jahre Ernährung nach Anthony William Medical Medium und es hat wieder so viel getan. Hi, herzlich willkommen zurück bei Just Yvonne, unvollkommen vollkommen, der Kanal, bei dem du viele persönliche Einblicke in meinen Heilungsweg und in meine Erfahrungen bekommst, leckere Rezepte, vegan und vor allem den Medical Medium Friendly für dich zu Hause zum Nachkochen und Nachbacken. Und einen ganz tollen Podcast, bei dem ich dir als ausgebildete Energetikerin und Beraterin nach den Lehren für Anthony William Medical Medium viele, viele hilfreiche Tipps und Tricks für deine Persönlichkeitsentwicklung und deine Ernährungsumstellung gebe. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses Jahr war wirklich, wirklich anstrengend, weil sie so, so viel getan hat in meinem Leben, wie zum Beispiel eben ich das psychische Trauma aufgelöst habe. Und natürlich alles, was mit der Psyche zu tun hat, ist massiv herausfordernd fürs Immunsystem, da ja unser Immunsystem mit Psyche und Trauma wirklich unterdrückt wird. Dann bin ich auch noch unbewusst mit einer E-Nummer in Verbindung gekommen, die ich über längere Zeit hinweg genommen habe. Die war im Salz drin und irgendwann haben wir gedacht, ist aber komisch, weil ich ganz komische Symptome und weiß nicht warum. Dann auch der Umzugsstress, Wohnung finden, dann haben wir eine Wohnung gefunden. Dann war diese Wohnung von oben bis unten mit richtig starkem schwarzen Schimmel befallen, der dann wiederum viele Symptome ausgelöst hat. Dann hat sie das wieder beruhigt und dann hat man den Umzugsstress endlich mal wegbekommen und waren dann in dieser tollen neuen Wohnung hinein. Dann ist nochmal eine E-Nummer gekommen, die im Natron drin war. Und wiederum habe ich mir gedacht, warum, was geschieht, was ist jetzt schon wieder los hier in meinem Körper? Warum reagiert mein Körper gerade wieder mit einem Rückfall? Wieder natürlich gefunden. Und jetzt zum Schluss vom Jahr ist dann eben noch das Ganze mit meiner Oma gewesen, also Krankenhaus, der Tod und natürlich auch noch viel, viel drumherum, wie eben, dass man mein süßes Wauzi versucht hat, von mir fernzuhalten, wo ich dann mit Anwalt ja reingehen habe müssen, um sie wieder rauszuholen und noch ganz, ganz viele andere Sachen, wo einfach die narzisstische Person in der Familie einfach all dieses Drumherum ausgenutzt hat. Also es war ganz, ganz, ganz viel los in diesem Jahr, aber trotzdem, trotz all den ganzen Sachen, hat mein Körper richtig, richtig gut geheilt. Und ich bin so dankbar und so stolz auf meinen Körper und auf mich, wie toll das in diesem Jahr alles weitergegangen ist. Und jetzt erzählt er, was sie wieder so getan hat. Die erste große Veränderung war, und die ist immer mehr und mehr und mehr und immer mehr nach und nach und nach gekommen, nämlich, dass sie mental, also geistig, psychisch, viel, viel, viel stabiler und gestärkter und standhafter vor allem dem geworden bin. Also mit jedem Rückschlag, der was gekommen ist, bin ich viel, viel, viel lockerer umgegangen. Ich bin nicht mehr in die Panik hineingekommen und habe mir gedacht, oh Gott, was ist, wenn es wieder so schlimm wird und so weiter und so fort. Nee, also jeder Rückschlag war einfach komplett easy. Es war einfach, und es ist auch immer noch, dieses Vertrauen in mir, ja, gell, ja, dieses Vertrauen in mir da, dass ich heile, egal was ist. Und ich bin ja richtig ruhig, wenn jetzt ein Rückschlag kommt, ja, wenn jetzt ein Rückfall kommt, wenn es jetzt irgendwie ein Symptom wieder ausbricht, wie es zum Beispiel jetzt eben gerade ist, ja, mit der Nebennierenschwäche, natürlich die Schilddrüse schwillt jetzt eben wieder an. Da merke ich einfach, hey, ich weiß, was ich tun kann, ich weiß, wie ich mir helfen kann und nimm das richtig gelassen. Ich ignoriere es nicht, sondern ich weiß, dass es gerade ist, so wie es ist und nimm das total gelassen, dass es einfach gerade so ist, wie es ist und dass es sich wieder ändert und zwar wieder zum Besseren ändert. Auch mit belastenderen Themen, also mit psychisch belastenden Themen, so wie es jetzt eben die letzten 2 Monate war, gehe mittlerweile viel, viel besser um.
Also es ist jetzt nicht mehr so ein komplettes Chaos und komplette Überforderung mit all diesen ganzen verschiedenen Themen und so weiter, ja, wie mit Tod umgehen, wie das Ganze auflösen, was jetzt eben war, sondern es ist einfach okay, ja, es war jetzt blöd, aber es geht wieder. Und natürlich habe ich das auch ganz viel meinem Freund zu verdanken, denn der war in dieser Zeit wirklich auch mein Anker, bei denen ich mich auch ein bisschen festhalten habe dürfen und der mir da eben wirklich geholfen hat, mit möglichen Schritten zu gehen, also mit den Schritten zu gehen, die getan werden haben müssen und so weiter und so fort. Aber ich bin eben auch von alleine viel ruhiger geworden. Also wäre das vor über ein Jahr noch passiert, oh, da wäre ich komplett aus der Bahn geworfen gewesen, also wirklich komplett. Und dieses Mal hat es mich zwar schon auch stark belastet, aber definitiv nicht mehr so, wie wenn es vor einem Jahr gewesen wäre. Und das Tolle an der ganzen Sache ist einfach, egal was ist, ich mache mir selbst überhaupt keinen Druck mehr. Das heißt, ich bin gerade müde, ich komme gerade vielleicht nur schwer durch den Tag durch, wegen der Nebennierenschwäche, ich trinke gerade viel zu wenig, weil ich halt viel schlafe und mich erhole. Hey, dann ist es so. Ich mache mir überhaupt keinen Druck mehr, dass ich jetzt wirklich durch den Tag durchgehen muss. Und jetzt unbedingt mit den Hunden rausgehen muss. Und jetzt unbedingt hier an der Videoarbeit, also an der Videoplanung arbeiten muss. Oder jetzt unbedingt für mein Unternehmen XY-Sache jetzt sofort machen muss. Also macht man überhaupt keinen Druck mehr. Auch nicht mehr beim Zusammenräumen. Bei mir war es immer sehr, sehr sauber. Jetzt ist halt immer wieder Chaos mal drinnen. Und auch hier mache ich mir keinen Druck mehr, sondern sage, ja, das Chaos ist jetzt da und wir haben den Wochenputz, ja, wo wir einfach alles sauber machen und dann wird es da sauber gemacht und fertig aus. Und wenn einmal Chaos herumliegt und wenn einmal überall Hundehaare herumliegen, dann ist es halt einmal so. Also, ich bin komplett aus diesem Druck machen raus. Also auch hier wieder psychisch, geistig, emotionaler, einfach standhaft und stabiler. Und es ist wirklich toll. Dadurch, dass ich natürlich psychisch, mentaler viel, viel stabiler und standhafter bin, kann ich jetzt auch viel, viel besser das ganze Wissen, das ich habe, von Anthony William, von Pascal Fockenhuber, von Kurt Tepperwein, von Touch for Health, ja, von all den ganzen energetischen, persönlichkeitsentwickelnden, ernährungstechnischen Sachen, die ich weiß, die ich mir über all die Jahre hinweg angesammelt habe, viel, viel besser und gelassener für mich nutzen. Auch hier wieder, ohne Druck, so wie es ich machen kann, ist es gerade okay und genauso perfekt. Das Tolle ist, dass auch bei meinen Händen, für all jene, die es nicht wissen, ich habe ja Kabaltunnelsyndrom und dieser hängenden, schnellende Finger eben auch gehabt. Das heißt, mein Finger ist einfach so mal so stecken geblieben und ist weder rauf noch runter gegangen, habe ich so reiben müssen, damit er überhaupt wieder zurückgegangen ist. Und es hat höllisch weh getan und jede einzelne kleinste Bewegung und Drehung hat in den Armgelenken höllisch weh getan. Und es ist jetzt viel, viel besser. Also dieses Steckenbleiben ist komplett weg. Ab und zu habe ich nur leichte Schmerzen, wenn ich eine Faust mache. Und wenn ich jetzt noch viel am PC bin und schreiben tue oder eben Videos plane ich ja eben alle per Hand, ne? Also schreibe ich mir immer alle per Hand auf. Und wenn ich da eben zu viel schreibe, dann merke ich schon noch die Schmerzen. Aber es ist so viel besser. Auch in meinen Knien, ich habe Knorpelablösungen durch den jahrelangen Missbrauch, den ich erlitten habe. Und eben auch in den Schultern, ja, auch so Ablösungen. Und sogar das, was gesagt hat, dass, also wo mir die Ärzte gesagt haben, dass das bleibende Schäden sind, sogar das wird besser. Also sogar diese bleibenden Schäden gehen immer mehr weg. Und das, was mir einfach also riesig, riesig freut und was neben der psychischen Stabilität jetzt auch noch für mich so ein riesengroßer Erfolg ist, ist nämlich, dass mein Körper massiv stabiler geworden ist. Also sogar nur stabiler als meine Psyche, weil egal was passiert, auch wenn die Psyche gerade viele, viele Sachen zu bewältigen hat und es ja immer wieder das Immunsystem ganz, ganz stark runterdrückt, ist mein Körper, mein Immunsystem einfach standhaft. Also wirklich standhaft. Es kommt ein Rückschlag,
wie eben durch Schimmel, wie eben durch die E-Nummer, die ich unbewusst eingenommen habe, wie eben durch den ganzen Stress, der immer wieder da gewesen ist, ja. Es kommt dieser Rückschlag und mein Körper ist einfach so standhaft da, binnen 3 Monate, oft nicht einmal 3 Monate, oft einfach nur so 1, 2 Wochen, alles wieder normal. Also alles wieder, alle Symptome, die aufgekommen sind, wieder weg. Und da bin ich so dankbar, dass mein Körper das so, so toll macht und einfach so, ja, einfach so toll ist und wirklich richtig, richtig standhaft geworden ist, richtig stark geworden ist und dass, egal was passiert, einfach mein Immunsystem schon so stark ist, dass das alles bewältigen kann. Ich habe sogar seit über 1 Jahr und 3 Monate keine Grippe mehr gehabt. Aber wenn die Menschen rund um mich herum krank sind, mein Körper ist so, toll. Egal was da passiert, egal was für ein Virus reinkommt, ich bin stärker. Es ist so toll, einfach das zu fühlen und einfach, ja, wieder seinen Körper richtig standhaft zu fühlen und einfach zu merken, egal was passiert, mein Körper schafft es. Egal was passiert, ich schaffe es. Und jedes einzelne Organ und mein Immunsystem, alles, was in meinem Körper und auf meinem Körper ist, wie die Haut, ja, jedes alles, wirklich alles, arbeitet für mich und tut das Beste für mich. Und das alles ist trotz dessen, obwohl ich mir nicht immer alle Supplemente, die da stehen, kaufen kann, weil es finanziell oft gar nicht möglich ist, mir alles hier zu kaufen, die dann oft einfach nur B12, Zink und Vitamin C sowie die Zutaten vom HMDS täglich nehmen. Es ist mir auch oft nicht möglich, mir alle verschiedensten Lebensmittel zu kaufen. Und ganz, ganz oft habe ich original nur dieselben Lebensmittel wie Tomaten, Gurke, Zwiebel, Knoblauch, Kartoffeln, Paprika, Zucchini und halt dann abwechselnd Blumenkohl oder Brokkoli und nur ganz, ganz selten mal vielleicht dann Kürbis oder so wie heute geht mein Freund einkaufen und nimmt mir irgendein Überraschungsgemüse mit. Ne? Also, obwohl ich oft nicht die finanziellen Möglichkeiten habe, die langen Protokolle von Anthony William durchzumachen, ja, es genauso umzusetzen, verschiedensten Supplemente hier in der höchsten Dosierung zu nehmen und tagtäglich oft auch zu nehmen, geht oft nicht, trotzdem heile. Und da möchte ich dir das einfach mitgeben. Tu das so für dich, wie es für dich geht. Es bringt dir gar nichts, wirklich rein gar nichts, wenn du versuchst, mit verschiedensten Lebensmitteln und verschiedensten Obst und Gemüse und mit verschiedensten Supplementen dein Protokoll zu machen, weil du glaubst, dass es dir so eben hilft und dass es nur so geht. Das stimmt nicht. Es geht auch so. Es geht auch anders. Es geht auch, wenn man nicht so viele Supplemente hat. Es geht sogar, wenn man gar keine Supplemente nimmt. Also, Heilung passiert immer. Vor allem passiert sie zuerst im Kopf, weil wenn du dir selbst sagst, dass Heilung möglich ist, dann passiert es auch im Körper, weil du ja deine Gedanken schon darauf ausrichtest, auf das Positive und nicht mehr deine Gedanken bei den Symptomen hast, die dir dein Leben erschweren, sondern du gehst von denen weg und gehst zum Positiven, zur Heilung, sagst, Heilung ist für mich möglich. Und hier möchte ich dir auch noch einen riesengroßen Tipp mitgeben, der mir sehr geholfen hat und zwar und auch noch immer hilft. Und zwar ist es, feiere deine Erfolge. Jeder Mensch, der den Anthony William Weg geht oder sonst irgendwelchen Heilungsweg da draußen geht, hat so viele Erfolge und seien sie noch so klein. Erfolg ist Erfolg. Feier diesen Erfolg. Mach dir diesen Erfolg bewusst. Schreib dir eine Erfolgsliste mit all den Sachen, die du schon geschafft hast und setz deinen Fokus drauf. Sag dir das jeden Tag auf. Schau jeden Tag auf diese Erfolgsliste und du das Feiern, du das Genießen, was du alles geschafft hast. Für dieses Video habe ich mir gedacht, Alter, ich habe jetzt 2 Jahre Anthony William gemacht und im letzten Jahr ist eigentlich nicht viel passiert. Bis ich mir dann bewusst gemacht habe, das ist aber Schwachsinn, denn es ist ganz, ganz viel passiert und vor allem so viel, für das ich sehr, sehr dankbar bin, trotz den ganzen Belastungen.
Also mach auch du dir deine Erfolgsgeschichte, mach du die Anthony-William-Ernährung, so wie es für dich geht, auch finanziell geht. Es soll keine Belastung sein, mach da keinen Druck nicht, sondern hab wirklich Spaß und Freude dran, dass du heilen kannst, dass du heilst in diesem Moment und dass du alle Schritte gehen kannst, um diese Heilung voranzutreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Like oder einen Kommentar da lässt und sogar noch mehr freuen, wenn du mir ein gratis Abo da lässt für mehr Videos von mir. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude auf deinen Heilungsweg. Tschüss, Baba!